kann ich vielleicht mal ein Monster ziehen? Leute, das Wie ist dauert ein unfair. Wenn ich Monster jetzt zwei gewinne, Züge? dann könnt ihr mich nicht verarschen, weil das ist echt unfair. Guck mal, wie viele. Ich gucke danach mal mein Deck an und schaue mal, ob das gleichmäßig verteilt ist. Ich glaube, mein Charakter, der Panic hier, hat nichts genug gemischt. So, jetzt ganz genau aufpassen. Nee, Ja. remischen die auch nie. So, endlich habe ich sie erfolgreich eingesetzt. Damit kann man nur einen Angriff annullieren, oder? Ja. Ja, das wäre sonst ein bisschen unfair. 1000 gehen noch drauf. Ah, drei Runden überlebe ich noch. Bis dann brauche ich ein Monster, das 1800 Verteidigung oder. Nee. Ich könnte auch eins darunter haben. Weil ich habe ja die. Warte kurz. Ja, toll, ey. Moment mal. Ah! Um 800 Punkte. Gut. Stimmt. Ausrüsten. Das mache ich jetzt einfach. Und dann hast du auch den mystischen Schwertkämpfer Level 4. Glaub nicht. Sag jetzt Wird ja nichts. eigentlich nie wieder so Level Monstern. Ich weiß. Kann ihn auch schön aufleveln und so. Na egal. Kommt alles noch. Ja. Ich bin ja froh irgendwie, dass das Let's Play länger dauert, weil dann kann man sich währenddessen so Karten aufbauen. Ja, Das ist man schon ist lustig. richtig geil, wenn man sich mit seinem geilen Deck dann die Gegner so übelst fertig macht. Ja, das ist echt geil. Ich brauche langsam mal echt Zane's Deck. Aber ich frag mich, wie ich das früher gemacht habe, weil früher hatte ich ein richtig geiles Deck, also genau seins. Oh fuck, ey. Was kommt jetzt? Was? Willst du mich verarschen? Was sind das für hässliche Karten? Was sind die für einen Effekt? Haben die irgendwie einen Effekt gegen Levelmonster? Die Stufe 3 oder niedriger? Willst du mich verarschen? Ah, kommt er jetzt wieder auf meine Seite? Fuck, ey, ich bin so kurz davor, dass mein letzter Counter ihn einfach zerstört. Aber er ist auch kurz davor, mich mit seinen. Ich habe jetzt noch drei. Nein, ich habe nicht Destiny Draw gemacht. Egal. Scheiße, der ist auch Stufe 3. Drei oder niedriger deines Gegners. Karte mit Ausrüsten. Ja, super. Was hast du denn als Destiny Draw festgelegt? Ziemlich viele Fallen. Also, reißt ein Attribut, alles Mögliche. Also man kann ja mehrere als Destiny Draw. Ja toll, was mache ich jetzt? Ah, der hat 900 Verteidigung, dem eine 500 Angriff. Und so. Und falls ein anderes Monster angreift, habe ich ja Eisenschrott-Vogelscheuche. Ich muss es einfach nur auf Verteidigung spielen. Destiny Draw ist richtig geil, da kann man teilweise richtig geile Ja. Kombinationen mitmachen, direkt am Ja. Anfang. Aber dafür muss man halt auch. Aber weißt du, ich bin so gewohnt, einfach immer dann X zu drücken. Oh fuck. Immer X zu drücken und zu ziehen. Und dann. Sie müssten eigentlich Destiny Draw nach oben vertun. Also so verdingsen, du weißt schon. Mann. Oh, komm schon. Kann ich jetzt? Nee, wieder normal ziehen. Oh, das ist schön. Jo, das kommt zur rechten Zeit. Das kommt echt zur rechten Zeit. Ich wusste gar nicht, dass ich zweimal Blitzanschlag in der Hand habe. Nicht in der Hand, sondern im Deck. Ich mache jetzt trotzdem mal Verteidigung. Wen Aber jetzt kümmert's? kommt Er. echt toll. Er eben. Und er hat ja gerade den Drang. Ey, ich glaube, wir gewinnen echt mit letzter Countdown. Das hat Style. Da sieht man wenigstens, dass die Nice. Karte. Wenn jetzt noch irgendein Abonnent rumgemeckert hätte, die Karte ist scheiße, hätte ich ihn jetzt verarschen können. Oh. Okay, freuen wir uns mal noch nicht zu früh. Nein, nicht dir schon wieder. Hältst du durch? Ich würde jetzt an seiner. Oh. Ich würde jetzt an. Gott, jetzt deckt er sein 400er auf. Das ist ein Idiot, ey. Der weiß, dass ich eine Eisenschrottvogelscheuche da hab. An seiner Stelle würde ich doch gar nicht erst angreifen. Ich würde dann sofort Endphase machen. Aber gut, seine Zeit drängt. Okay, er hat nur noch einen Zug danach. Oder? Nee, er hat dann noch einen. Oh, schön. Zwei. Schön, schön. Oh, das trifft dich gut. Warte mal, jetzt könnte ich eigentlich die Karte hier angreifen. Nee, aber nicht, dass er dann irgendeine Falle hat oder so. Oh, das Oh. ruhig leben. Hier gibt's Langsam einen wird's Angriff. eng für ihn.
Ach, das freut mich einen so. Also wenn ich jetzt der wäre, würde ich so richtig. Und die Musik ändert sich. Schon nicht, weil letzter Countdown bald. Sagiri hat keine Ahnung von Rio. Wer? Achso, der, ja. Was ein Noob. Tja. Oh, was will der denn jetzt, ey? Ach komm. Egal. Ihr wird eh zerstört. Boah, jetzt ein schwerer Sturm, das würde ein Massaker anrichten. Destiny Draw! Sieht doch noch geil dazu aus. Oh. Ich muss mal die Karte als Destiny Draw absetzen. So, mein Zweifel Lieber. auch noch als zusätzliche Ja, Schutzkarte. eben. Man, Zweifel Nietzsche wird keinen schweren Sturm in seinem Deck haben. Naja, wenn die jetzt schon Spielkraft drin haben, egal. Aber jetzt ist sein letzter Zug. Und mit ihm wird seine Karte auch untergehen. So, tschüss. Scheiß Kerl. Wenn man jetzt irgend so eine Karte. Ja, dann Gegner verliert. Wenn er eine Falle aktiviert. Tschüss. Und Leute, wir haben mit letzter Countdown Und gewonnen. Mit letzter Countdown. geil. Das ist einfach genial. Das war mal ein schönes Duell. Schön auf Defensive gespielt. Meine Karten hier defensiv gesetzt und letzter Countdown schön aktivieren lassen. Und er Richtig ist cool. mega Explosion. Ey, geil, der Hintergrund. Der Hintergrund. Ja, hoffe. Geil. Ich hoffe nur, dass uns die Spiegelkraft, die wir uns geliehen haben, nicht zu viel DP Ich kostet. weiß schon, ja. Minus, oh Ach. Gott. Gott, Naja. das ist zu viel. Für eine Karte Das ist können wir es uns nicht ziemlich erlauben. viel. Aber ich finde es für eine Karte ziemlich viel. Ich weiß nicht, nee, komm, wir geben sie zurück. Die ziehen wir bestimmt irgendwie in einem Pack. Die kriegen wir so oder so, dann können sie am Arsch lecken mit ihrer Leihgebühr. Das ist das Gewinnen, das ist alles. Und unser zweites Herzchen baut sich schon etwas auf. Leute, wir nehmen gleich noch eine Folge auf, aber wir bringen in der Zeit dann schon Spielkraft zurück. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich am Mittwoch. Also da steht ja Dienstag, also dann Mittwoch. Also bis dann. Ciao. Tschüss.